Servus und habe die Ehre und willkommen zurück auf meinem kleinen Kanälchen. Heute geht es um etwas, was eventuell Leuten auffällt, die mit mir, ergo quasi mit Stotterern reden. Dass es manchmal so Momente gibt, welche ein bisschen awkward sind. Zumindest hätte ich sie, wenn ich mich begutachten würde. Davon gehe ich mal aus. Und zwar, ich nenne sie Ticks. Ich weiß den Begriff nicht, ich weiß den offizielle Terminologie nicht, ich habe keine Ahnung. Für mich sind es Ticks. Und zwar zum Beispiel, der allererste, was mir einfällt, ist, ich mache die Augen zu. Und zwar, ich merke selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber für andere muss es so wirken, als ob man gerade mit Gedanken irgendwie abschweift oder so. Wisst ihr, so ein mäßig, nur ohne die Kopfbewegung. Aber lasst euch sagen, das ist zumindest bei mir genau das Gegenteil. Und zwar, wenn ich die Augen schließe, dann konzentriere ich mich viel mehr auf meine Worte, auf meine Atmung und so weiter. Also bitte, wenn ihr mich mal seht und ich habe die Augen zu, während ich mit euch rede, dann nicht, weil ihr langweilig seid, sondern weil ich wirklich alles daran setzen will, mit euch flüssig zu reden. Genau. Und zwar passiert mir das vor allem öfter bei Bäckereien oder so. Oder halt bei Metzgereien, wo man so eine krasse 1:1 Kommunikation hat. Was ich nicht immer gleich merke, aber irgendwann merkt man es einfach. Also quasi in einem Wort hänge. Dann richte ich meinen Blick weg von der Person und fokussiere mich auf irgendwas anderes. Auf einen Schinken, auf eine Brezel, auf eine Semmel. Das soll auch rude auf euch wirken, aber es ist es nicht, denn durch diesen Kontextwechsel versuche ich wirklich mein Hirn zu resetten, um mit euch flüssiger zu reden. Ich weiß, es ist absolut nicht schön, das mitzuerleben, gehe ich davon aus, aber ja, es hilft mir wieder, mich zu erden, halt von meinem Stresslevel runterzukommen, den Satz, den ich angefangen habe, weil hängen geblieben bin, einfach schön fertig zu bekommen. Und der dritte Punkt ist, ich habe manchmal sehr komische Betonungen von Wörtern. Und ja, ich weiß, wie sie richtig ausgesprochen gehören. Und nein, ich kann jetzt keins vormachen, weil das wirklich so on demand passiert. Aber es kann zum Beispiel sein, dass ich Wörter lange dehne oder quasi versuche, die Wörter weicher auszusprechen, um eben solche harten Sounds wie K, T, P und so weiter möglichst zu umgehen, wenn ich weiß, okay, jetzt wird es so langsam wieder ernst mit meinem Sprachfehler, jetzt muss ich wirklich darauf reagieren. Punkt 4 ist, manchmal entgleisen mir ein bisschen meine Gesichtsmuskeln, glaube ich zumindest. Also es wirkt zumindest so, als ob ich komisch aussehen. Ich würde eher sagen, es sieht gar nicht gut aus, weil es kann sein, dass ich erstens mal meine Lippen so bewege, dass ich stotten würde, aber ich rede nicht. Das ist, glaube ich, ein ganzes Thema halt für sich, dass man auch quasi beim normalen Lippenbewegen bereits so stotternde Mundbewegungen hat. Ja, und das ist vor allem, wenn man es dann auf Video sieht, oder gesagt, auf Video sieht, doch sehr awkward. Dass meine Zähne aufeinander knallen, was mein Zahnarzt gar nicht will, sage ich euch. Und so weiter. Und wenn ich das habe, dann weiß ich nämlich, dass ich Punkt 1, 2 und 3 machen muss, weil dann quasi ist hier alles so verspannt, dass es kein gutes Ende mehr nehmen würde. Und der Punkt 5 ist, ich schnalze mit der Zunge. Und ich habe keine Ahnung, wieso. Wirklich. Ich habe das jetzt seit 1-2 Jahren ganz gut geschätzt. Und manchmal schnalze ich einfach mit der Zunge. Solche Wörter. Das ist noch sehr ungewöhnlich. Ich weiß wirklich noch nicht, woher das kommt. Und es ist auch sehr nervig, weil es ist halt dann so ein High-Pitch. Also quasi wenn ich leise rede, dann kommt wirklich so ein lautes Schnalzen mit der Zunge. Das muss nicht sein.
Und das ist eine von den ersten Sachen, an welchen ich wieder an mir arbeite. Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe es die letzten ein, zwei Jahre und noch länger ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt, ja, muss man halt wirklich was machen. Und vielen Dank halt alle, welche mich wieder darauf gebracht haben. So, nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, zu den einen oder anderen Punkt wird es noch extra Videos geben. Ansonsten, habe die Ehre, Servus und Baba.